Mein Name ist Maximilian Jung. Ich werde Ihnen ein bisschen was zu den Briefkommandos, zu der Briefschreibung im Tomedo erzählen. Wir hatten heute Morgen ja schon mal einen kurzen Einführungsvortrag dazu. Ich will noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Sie werden heute mit mir alleine Vorlieb nehmen müssen. Meine Kollegin ist leider kurzfristig ausgefallen, aber ich denke, wir bekommen das auch alleine hin. Worum soll es ein bisschen gehen? Ich möchte Ihnen eingangs erstmal so ein paar, wie ich finde, ganz wichtige Briefkommandos vorstellen, kurz die Funktionsweise dazu erläutern, ein paar Beispiele zeigen, damit man sich was darunter vorstellen kann. Anschließend werden wir dann noch mal kurz uns anschauen, was wir jetzt, wenn wir die Briefe denn dann erstellt haben, damit dann auch alles so anstellen können und abschließend einfach noch mal einen kurzen Ausblick geben, was hat sich denn jetzt so in letzter Zeit an der ganzen Geschichte noch ein bisschen geändert. Briefkommandos, wie sie im Tomedo heißen, sind letztlich Platzhalter, die uns also ermöglichen, Informationen aus dem Tomedo an bestimmte andere Stellen wieder zu übergeben. Wie der Name das vermuten lässt, Briefkommando funktioniert das vor allem natürlich in der Briefschreibung. Es geht aber tatsächlich darüber auch noch hinaus. Wir können das an ganz vielen Stellen im Tomedo nutzen, unter anderem Custom-Formulare, Custom-Karteieinträge, das haben wir in dem vorhergehenden Vortrag gesehen. In GDT-Dateien kann ich das Ganze an externe Geräte schicken. Ich kann in Apple-Skripten meine Patienteninformationen mit Briefkommandos übergeben. Also es gibt da eine Vielzahl von Möglichkeiten, was ich mit diesen wunderbaren Briefkommandos alles so anstellen kann. Wo finde ich jetzt meine Kommandos? Das Ganze ist im Tomedo aufrufbar. Zum einen unter dem Punkt Admin und dann gibt es eine Briefkommandoliste, wo also alle Kommandos, die Sie irgendwie so verwenden können, im Tomedo aufgeführt sind. Darüber hinaus finden Sie auch an jeder Stelle oder so gut wie an jeder Stelle, wo diese Kommandos einsetzbar sind, auch nochmal einen extra Knopf Kommandos, also zum Beispiel im Briefverwaltungsfenster, in den Custom-Karteieinträgen, da werden Sie das auch überall finden und können sich an diese Stelle weiterleiten lassen. Ich möchte einfach nur mal einen kurzen Ausblick geben, was gibt es denn jetzt grundsätzlich so für Briefkommandos und was haben die grundlegend für Funktionen. Vielleicht das Einfachste, worunter man sich was vorstellen kann, sind diese Textplatzhalter. Da geht es wirklich einfach nur darum, ich suche nach einem bestimmten Schlagwort und kann dann diese Information mir als Text einfach in den Brief oder wohin auch immer übernehmen lassen. Damit man sich auch was darunter vorstellen kann, auch wenn man jetzt vielleicht den Beschreibungstext hier in der Mitte nicht auf Anhieb gleich versteht, gibt es also die Möglichkeit, unten rot markiert eine Beispielspalte auszufüllen. Sprich, wenn Sie im Hintergrund eine Patientenkartei von irgendjemandem geöffnet haben und Beispielspalte ausfüllen klicken, wird entsprechend diese Information dann hier auch eingetragen, damit man einfach weiß, okay, so muss ich mir das vorstellen, wenn ich das am Ende in meinen Brief schreibe. Das eigentliche Kommando, huch, jetzt war ich einen Schritt zu weit, sehen Sie dann hier unten immer mit Dollarzeichen, eckige Klammer auf und dann kommt das entsprechende Kommando. Das sind letztlich also die Platzhalter, die dann auf dem Brief oder wo auch immer dann verwendet werden und durch die Information dann ersetzt werden. Um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, gibt es die Möglichkeit, Platzhalter namens Text mit Parameter zu verwenden. Funktioniert im Grunde ganz ähnlich, nur dass ich meinem Kommando jetzt noch ein paar Parameter mitgeben kann, um das Ganze ein bisschen näher zu definieren. Beispiel. Es gibt das schöne Kommando D, das gibt einfach nur ein Datum aus und das kann ich jetzt mit meinen Parametern noch näher definieren. In diesem Beispiel jetzt das große T, das wäre einfach das aktuelle Datum, was in der Tagesliste eingestellt ist. Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, das findet man dann in der Beschreibung dieses Kommandos, beispielsweise das große S für die Systemzeit, also das ist die Uhrzeit, die auf Ihrem Mac eingestellt ist und solche Geschichten. Es gibt dann noch ein paar speziellere Kommandos, nur um sie mal kurz als Beispiel zu nennen, falls Sie mal drüber stolpern, beispielsweise die Tabellenkommandos, die können Sie verwenden, wenn Sie in Briefvorlagen feste Tabellen eingefügt haben, da können Sie dann jede Spalte, so wie hier sozusagen einmal vordefinieren, das sind jetzt Informationen aus einer Privatrechnung. Und dieses Kommando würde jetzt sozusagen diese Tabelle automatisch erweitern. Sprich, es werden jetzt hier zum Beispiel Ziffern aus einer Rechnung übernommen und für jede Ziffer wird dann einfach eine weitere Zeile in der Tabelle angefügt. Also die Tabelle ist dann immer so lang, wie viele Ziffern in der aktuell ausgewählten Rechnung sind. Das müssen Sie dann also nicht voreinstellen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Das Kommando fängt immer an mit einem Tab für Tabelle.
bezieht sich auf die Privatrechnung, in diesem Fall also dann PR, und dann folgt das eigentliche Kommando, in dem Fall also jetzt zum Beispiel Datum oder Code für die Ziffer, findet man dann auch alles beschrieben in der Übersicht. Falls Sie drüber stolpern, die nächsten beiden Sachen, PDF-Platzhalter, PDF-Feldname, mittlerweile ein bisschen obsolet, wird ein bisschen ersetzt durch die Custom-Kartei-Einträge tatsächlich. Es gab und gibt theoretisch noch die Möglichkeit, diese Kommandos direkt auf PDFs zu verwenden, wenn Sie die erstellen. Wird heutzutage eigentlich hauptsächlich durch Custom-Formulare gemacht, deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal. So Geschichten wie eine Unterschrift aus der Nutzerverwaltung automatisch auf einen Brief zu übernehmen oder bestimmte Bilder, das finden Sie dann unter dem Reiter Neue Art. Der Name ist einfach dem geschuldet, dass die nachträglich nochmal ergänzt worden sind. Deswegen haben die diesen extra Reiter. Jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Schauen wir uns mal das X-Kommando an. Das wird für die meisten interessant sein, weil das ist so das Standardkommando, mit dem wir jetzt unsere Arztbriefe beispielsweise befüllen können. Was macht dieses X-Kommando? Mit dem X-Kommando kann ich mir Informationen oder beziehungsweise komplette Karteieinträge in einer vordefinierten Art und Weise auf einen Brief übernehmen lassen. Das Ganze passiert mit einem Kommando, das sieht wie folgt aus, das rote markierte unten. Erstmal ein bisschen erschreckend, wenn man sich das so anschaut, aber keine Sorge, diese Syntax müssen Sie sich also nicht merken. Kann ich auch nicht, denn wir haben dafür diese wunderbare Eingabemaske oben drüber, wo eben beschrieben ist, wie am Ende mein Karteieintrag aussehen soll oder beziehungsweise mein Text, den ich aus dem Karteieintrag übernehme. Sprich, ich kann definieren, was für Typen ich übernehmen will, also sprich, welche Karteieintragstypen. Ich kann definieren, wie viele davon möchte ich übernehmen, wie alt sollen die sein. Also das sind dann so Geschichten wie hier. Diese Vorselektion, also will ich die explizit vorher anklicken in der Kartei oder übernehme ich einfach alles, was da drin steht? Möchte ich eine bestimmte Anzahl vorgeben? Solche Geschichten können Sie also definieren. Ebenso wie die Formatierung hier in Gelb, sprich, Sie können bestimmen, hat das Ganze eine Überschrift, wird das Datum mit angefügt, ist es fettgedruckt, ist es nicht fettgedruckt. Die Möglichkeiten sind da zahlreich. Es gibt auch noch so ein paar Zusatzfunktionen, was jetzt die zeitliche Sortierung zum Beispiel betrifft, oder möchte ich angehangene Bilder vielleicht mit übernehmen, weil ich vielleicht einen Sono-Karteieintrag in meiner Kartei habe und gerne die Sono-Bilder noch mit in den Arztbrief übernehmen will. Die Möglichkeiten von diesem X-Kommando sind also relativ groß. Schauen wir uns das vielleicht einfach mal an einem Beispiel an, damit man sich kurz was drunter vorstellen kann. In dem Fall sehen wir jetzt hier oben erstmal einen kurzen Ausschnitt aus einer Kartei. Wir haben jetzt hier einfach nur mal Diagnosen und Anamnesen drin. Und diese möchten wir jetzt gerne auf unserem Brief übernehmen. Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Ich habe zunächst erstmal angegeben, als erstes möchte ich immer den Anamnese-Karteieintrag angeben, hier entsprechend in grün markiert. Und als nächstes folgen meine Diagnosen, und zwar Akutdiagnosen und Dauerdiagnosen, bitte gruppiert. Das passiert, wenn ich das hier so untereinander schreibe. Das führt dazu, dass sie dann sozusagen nicht nochmal explizit voneinander getrennt werden, sondern einfach im allgemeinen Reiter Diagnose landen am Ende. Ansonsten, die Selektion ist hier in dem Fall tatsächlich relativ frei, sprich inaktiv. Das führt einfach dazu, dass ich Gesundheit alle Karteieinträge des oben definierten Types, der in der Patientenkartei steht, komplett übernehme auf dem Brief. Ich möchte gern den Karteieintragstypen vorangestellt haben, in dem Fall als Überschrift, schön fett, danach eine neue Zeile, und beginne dann jeweils meinen Karteieintrag nochmal mit Name und Datum, fange dann eine neue Zeile an, dann folgt der Karteieintragstext, in dem Fall also zum Beispiel die Anamnesen oder die Diagnosetexte, und nach jedem erfolgten Eintrag kommt einfach nochmal eine Leerzeile. Also das Ganze ist wirklich letztlich einfach nur ein Zurechtklicken des Kommandos, und entsprechend dessen, was Sie hier eintragen, ändert sich dann also das Kommando hier unten, und das Ganze können Sie am Ende dann so, wie es ist, einfach
rauskopieren aus der Kommandoverwaltung und auf Ihre Briefvorlage kopieren und dann kann es sozusagen losgehen. Also das ist nur eine einzelne Zeile in Ihrem Brief und am Ende kommt dieser gesamte Text raus. Hier haben wir nur mal als Minimalbeispiel, so würde das Ganze aussehen, hoppala, wenn ich jetzt quasi alles inaktiv habe, also in dem Fall ist jetzt wirklich keine Überschrift, nichts ist fett, ich möchte nur den ersten Absatz meiner Karteieinträge und Sie sehen, da wird einfach dann alles gnadenlos hintereinander weggeschrieben, also auch diese Möglichkeit gibt es, nur dass Sie mal sehen, wie groß so die Bandbreite ist von diesem Tool, mit dem ich mir hier das X-Kommando zurechtwerkeln kann. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter in der medizinischen Dokumentation weg von dem X-Kommando. Es gibt ein wunderbares Kommando, das nennt sich Karteieintrag Value with Args, was dann interessant wird, wenn ich jetzt nicht einfach nur den Text des Karteieintrags übernehmen will, sondern wirklich einzelne Informationen aus einem Karteieintrag herausziehen will. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ich beginne mein Kommando mit diesem Karteieintrag Value with Args und dem folgen dann vier verschiedene Parameter, namentlich das Kürzel, das bezieht sich auf das Karteieintragskürzel, von dem ich also die Informationen herausziehen will, ein Variablenname, die sind teilweise schon vordefiniert, können aber auch selbst definiert werden, da kommen wir gleich noch hin. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Text oder Datum, was ich da übernehmen könnte. Ein Format kann ich als dritten Parameter angeben. Das macht Sinn, wenn ich zum Beispiel das Datum herausziehe, dann könnte ich zum Beispiel angeben, will ich die Jahreszahl mit 2 Stellen oder möchte ich mit 4 Stellen die Jahreszahl ausgeschrieben haben. Das wären also die Möglichkeiten, die ich da hätte. Und der vierte und letzte Parameter, Nutzerselektierte, gibt quasi an, möchte ich den Karteieintrag explizit auswählen in meiner Kartei, den ich übernehmen will, oder möchte ich einfach den zuletzt ausgewählten, das wäre dieses N. Es gibt hier dieses AQ, das bedeutet aktuelles Quartal, das würde einfach alle Karteieinträge dieses Typs, den ich definiert habe, übernehmen. Und mit dem D könnte ich auch definieren, wie lange der Karteieintrag quasi zurücklegen soll. Also ich könnte sowas da reinschreiben wie D minus 1M ist dann, glaube ich, die Syntax. Das würde heißen, alle Einträge, die älter sind als ein Monat zum Beispiel. Das ist dann aber auch nochmal explizit beschrieben in dem Briefkommando Listen. Gucken wir uns einfach mal ein kurzes Beispiel an, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Einfach mal als allgemeines Datum den Beispiel wollen wir mal das Datum aus einem Röntgenkarteieintrag übernehmen, und zwar aus dem zuletzt angelegten. Wie muss ich dafür jetzt mein Kommando aufbauen? Im Grunde ganz einfach, ich gehe jetzt einfach die unterschiedlichen Parameter durch, sprich ich beginne mein Kommando mit diesem Karteieintrag Value with Args und gebe dann die einzelnen Argumente an, sprich ich sage, das Kürzel ist Röntgen für Röntgenkarteieintrag. Ich möchte die Variable Datum haben, habe dann hier mein Format definiert, sprich Tag mit 2 Stellen, Monat mit 2 Stellen, Jahr mit 4. Dann noch die Uhrzeit hinten dran, das ist also Stunde und Minute. An der Stelle gleich kleiner Hinweis, dieser Unterstrich führt dazu, dass da ein Leerzeichen eingefügt wird, weil Sie sehen ja, die 4 Argumente werden immer mit einem Leerzeichen getrennt. Wenn ich jetzt also da in irgendeiner Weise Text übergeben will, der selber ein Leerzeichen enthält, dann muss ich dieses Leerzeichen immer mit einem Unterstrich überbrücken. Und zuletzt noch das N bei Nutzerselektierte heißt in dem Fall einfach, gib mir bitte den letzten Röntgenkarteieintrag. Das Ergebnis aus diesem Kommando sieht dann einfach so aus, in meinem Fall jetzt hier der 23.8., das war, wo ich das Ganze getestet habe, so sieht das dann aus. Man kann das Ganze noch einen Schritt weiter treiben, ich hatte es ja schon erwähnt, Sie sind nicht nur beschränkt auf die vorgefertigten Variablen, die das Tomedo selber schon kennt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Variablen aus einem Custom-Karteieintrag auszulesen. In dem Beispiel jetzt einfach mal den Karteieintrag Bio, den gibt es auch vorgefertigt in Ihrem Tomedo. Da werden einfach so ein paar Parameter wie Kopfumfang, Hüftumfang, Bauchumfang, Körpertemperatur abgefragt. Das sind diese 4 Felder hier oben und die sind entsprechend dann auch benannt. Damit ich jetzt diese Variable aus dem Karteieintrag herausziehen kann, gehe ich grundsätzlich erstmal gleich vor, das heißt, ich habe wieder Karteieintrag Value with Args, mein Kürzel Bio und jetzt kommt der Unterschied.
meinen Variablennamen kann ich jetzt nicht einfach einzeln so reinschreiben. Also ich könnte jetzt hier nicht einfach Kopfumfang reinschreiben, sondern ich muss Tomedo noch sagen, Custom Karteieintrag Entries, Punkt. Und dann kommt der Variablenname. Das sagt mein Kommando einfach, Achtung, das steht in dem Custom Karteieintrag, diese Variable. Ansonsten würde das ins Leere führen. Ja, und ansonsten Format belasse ich so. Ich will ja einfach nur den Text übernehmen. Und wieder das N für keine Selektion, also einfach den letzten. In dem Beispiel hatte ich dann zum Beispiel einen Wert von 57,3 Zentimetern. Wir sind jetzt hier nicht nur darauf beschränkt, die Informationen aus einem Textfeld herauszuziehen, sondern ich könnte beispielsweise auch einen Custom-Karteieintrag haben, wo es Ankreuzfelder gibt, wo ich gern wissen will, ist das jetzt angehakt worden oder nicht. In dem Fall den Karteieintrag Centaur, das ist ein Wert oder wird in der HNU verwendet, das ist ein Score, der berechnet wird. Im Grunde geht es einfach darum, dass ich jetzt hier zum Beispiel mal rausfinden möchte, hat der Patient in seiner Anamnese angegeben, dass er Fieber hat oder nicht. Das wäre also ein Häkchen, was hier gesetzt worden wäre in diesem Centaur-Karteieintrag. Das Ganze wird wieder analog zu vorher aufgebaut, sprich Karteieintrag Value with Args, mein Kürzel ist Centaur, mein Custom-Karteieintrag Variable, in diesem Fall heißt die V1, das sehe ich hier oben in meinem Custom-Karteieintrag. Format belasse ich wieder der letzte Eintrag. Funktioniert soweit schon ganz gut. Ich sehe jetzt, ist das Ganze angehakt worden oder nicht. Allerdings ist die Ausgabe wie folgt. Ich bekomme eine 0 oder eine 1 in Abhängigkeit davon, ist das Feld jetzt angehakt worden oder nicht. Ist nicht schlecht, macht sich auf dem Brief aber nicht so schön, können wir natürlich schlecht lesen. Was wir eigentlich da sehen wollen, ist natürlich, hat der Patient in der Anamnese Fieber angegeben, ja oder nein. Wie können wir das dem Tomedo jetzt noch beibringen? Dafür müssen wir noch einen Schritt weitergehen mit einem weiteren Kommando, was sich da nennt, das if-Kommando, was jetzt dazu dient, die bestehenden Kommandos sozusagen noch ein bisschen zu erweitern. Ich kann mit diesem if-Kommando Werte aus einem Karteieintrag sozusagen nehmen und anhand bestimmter Parameter ersetzen durch andere Werte. Gucken Sie uns gleich wieder ein Beispiel an, nur noch mal kurz grob zu dem Aufbau. Das Ganze beginnt also mit dem if, dann folgt das eigentliche Kommando. Das könnte zum Beispiel wieder unser Custom-Karteieintrag Value with Args sein. Dann die Argumente dieses Eintrags und dann, das ist jetzt das Entscheidende, kommen Wertepaare. Das heißt, ich kann jetzt definieren, immer welcher Wert steht in meinem Karteieintrag und durch welchen Wert möchte ich ihn bitte ersetzen. Also ein Ausgabewert. In dem Beispiel also wäre W1 für den ersten Wert zum Beispiel 0, für ist nicht angehakt und ich möchte das bitte ersetzen durch den Ausgabewert 1, nein. So paare ich das immer. Wir gucken es uns gleich im Beispiel an, damit man sich vielleicht mal was drunter vorstellen kann. Wir bleiben mal bei unserem Centaur-Score. Ich habe hier also jetzt mein if-Kommando aufgebaut, if-Karteieintrag value with args, wieder meine Argumente übergeben, also sprich den Centaur-Score als Karteikürzel, meine Variable V1, keine Formatänderung, bitte den letzten nehmen und jetzt kommen meine Wertepaare, sprich ich möchte die 0 bitte ersetzen durch ein Nein und die 1 bitte ersetzen durch ein Ja. So, und wenn ich jetzt dieses Kommando benutze und dieser Centaur-Score in meiner Kartei ist, dann bekomme ich als Ausgabewert, also in Abhängigkeit davon, ob das Häkchen gesetzt worden ist oder nicht, ein Ja oder ein Nein ausgegeben als Text. Ganz kurz zu schreiben, ist das Space und das Leerzeichen zwingend notwendig dazwischen bei den Argumenten, das vor den eckigen Klammern meinen Sie? Tatsächlich, ja. Ja. Es ist theoretisch noch möglich, das ist das Grüne, was Sie hier hinten sehen, einen Ersatzwert anzugeben. Das macht in unserem konkreten Beispiel jetzt keinen Sinn. Sie müssen sich darunter vorstellen, wenn es jetzt mehr als zwei Möglichkeiten gäbe, was als Wert herauskommt, dann könnte ich noch sagen, okay, ich definiere für zwei Möglichkeiten hier meine Wertepaare und für alles, was darüber hinausgeht, einen Ersatzwert. Das heißt, immer wenn Wert 1 und Wert 2 nicht zutreffen, trag bitte den Ersatzwert ein. Prinzipiell können Sie diese Wertepaare auch so weit definieren, wie Sie wollen. Also Sie sind da nicht auf zwei beschränkt, das können 5, das können 10 sein. Wichtig ist nur, dass es halt wirklich immer Wertepaare sind. Es muss also am Ende eine gerade Anzahl herauskommen. So,
Kommen wir mal zu ein bisschen anderen Kommando, nur noch mal, um einen kurzen Ausblick zu geben. Das ist tatsächlich ein bisschen was Spezielles, aber ich möchte es zumindest mal kurz erwähnen, falls Sie mal drüber stolpern in Ihren Kommandos. Die Keypaths, die kann ich benutzen, um von verschiedensten Stellen aus dem Tomedo, jetzt nochmal abseits von der Kartei, Informationen herauszuziehen. Und zwar geht das aus den Patienten, aus den Rechnungen und aus Terminen. In dem Fall möchten wir jetzt zum Beispiel einfach mal den Infotext hier aus meiner Testpatientin haben. Und dafür, damit ich das jetzt mal durchtesten kann, gebe ich hier bei meinem Keypath oben einfach mal testweise eine Patientennummer an, bekomme dann hier eine lange Liste von Werten, die ich jetzt aus dieser Patientin quasi herausziehen könnte. Man kann das Ganze hier unten auch filtern. In dem Fall suche ich jetzt nach einem Freitext, so nennt sich dieses Feld. Und wenn ich das dann entsprechend auswähle, indem ich es anklicke, wird mir hier oben dieses Kommando zusammengebaut und ich sehe auch als Beispieltext hier oben dann nochmal, was das Ergebnis wäre. Das kann ich jetzt so wiederum nehmen und auf den Brief übernehmen. Kurzen Hinweis dazu, es ist mitunter hier ein bisschen schwierig, vor allem für Sie, sich hier zurechtzufinden, weil die Texte, die hier drin stehen, sozusagen die Bezeichnungen aus der Datenbank im Tomedo sind, die stimmen nicht unbedingt immer mit dem überein, wie es jetzt in der Kartei selbst bezeichnet wäre. Ist also eher ein Tool für die Zollsoft-Techniker, sage ich mal. Prinzipiell können Sie es aber auch verwenden. Noch zum letzten Kommando, bevor wir uns mal ein paar weitergehende Funktionen anschauen. Die internen Druckvorlagen, die haben die Besonderheit, dass es einfach bestimmte Vorlagen im Tomedo vorgefertigt gibt von Briefen, auf denen dann diese die jeweiligen Kommandos funktionieren. Und die funktionieren dann wirklich nur dort. Also beispielsweise im Reiter Labor gibt es eine Auflistung von verschiedenen Kommandos, die dann nur unter diesen vier vorgeschlagenen Vorlagen sozusagen funktionieren. Die finden Sie in Ihrem Tomedo. Die werden Ihnen von uns bereitgestellt. Damit könnte man die also noch ein bisschen auf Ihre Bedürfnisse hin editieren. Kommen wir mal ein bisschen weg von den Kommandos erstmal und schauen uns vielleicht mal an, was wir jetzt noch so mit dem Brief machen können, wenn wir jetzt die Informationen übernommen haben, die wir gerne darauf sehen möchten. Das Fenster kennen Sie sicherlich, das Brieffenster, das geht immer dann auf, wenn Sie einen Brief erstellt haben im Tomedo. Und hier hat man jetzt einfach noch ein paar Möglichkeiten, wie ich jetzt mit dem Brief weiterverfahren kann. Es geht also ein bisschen darüber hinaus, dass ich den jetzt einfach nur drucke, was natürlich die Grundfunktion wäre. Ich kann beispielsweise hier mit dieser kleinen Diskette das Ganze auch speichern, nochmal als PDF oder Word-Datei, um es dann entsprechend an verschiedene Stellen zu exportieren. Mit dieser blauen Weltkugel können Sie per KIM, wenn es dann angeschlossen ist, das Ganze als E-Arztbrief versenden. Wenn das Tomedo entsprechend voreingestellt ist, kann man zum Beispiel auch beim Druck erzielen, dass ein bestimmter PDF-Hintergrund nochmal der Briefvorlage hinzugefügt wird. Und falls ein Brief schon mal gedruckt worden ist, kann man das Ganze auch so einstellen, dass beim erneuten Drucken immer noch ein Wasserzeichen mit auf den Brief kommt, wo dann beispielsweise Kopie einfach drin steht, damit man sieht, okay, das ist nicht das Original. Das Ganze sieht nochmal ein bisschen anders aus, wenn Sie einen Serienbrief verwenden. Es ist also möglich, wenn Sie einen Brief verschicken, mehr als einen Adressaten anzugeben. Dann ist die Besonderheit folgende: Wenn Sie diesen Brief nachträglich nochmal bearbeiten wollen, ist Ihnen vielleicht sowas schon mal aufgefallen, jetzt sind hier so ein paar Stellen bläulich markiert und noch nicht durch Text ersetzt worden. Das liegt einfach dann damit zusammen, dass an dieser Stelle Informationen dann in Abhängigkeit davon, welcher Empfänger denn jetzt explizit gemeint ist, dann erst eingetragen wird. Sprich, wenn Sie die Briefe editieren, dieselben Briefe bitte nicht an den blauen Stellen. Das sind also dann Informationen, die dann erst beim Drucken bzw. beim Versenden nachgereicht werden. Das Thema gab es heute Morgen schon mal kurz und da habe ich tatsächlich eine kleine Anmerkung zu. Die Druckfreigabe. Es gibt ja diese kleine Ampel in dem Druck, wo Sie jetzt sozusagen sehen können, rot ist noch nicht gedruckt, gelb freigegeben, grün ist gedruckt. Und da gibt es tatsächlich die Möglichkeit einzustellen im Tomedo, dass es eine strenge Druckfreigabe gibt durch einen Arzt, eine Ärztin. Finden Sie unter den Tomedo-Einstellungen im Punkt Praxis, Brief, Fax, Telefon.
Wenn das aktiviert ist, dann führt es dazu, dass sozusagen nur ein berechtigter Nutzer, sprich eine Ärztin, ein Arzt, den Brief auf diesen gelben Status freigegeben setzen darf. Und erst dann können die anderen den Brief drucken. Könnte dann sinnvoll sein, wenn Sie beispielsweise Formulanten oder PJler bei sich in der Praxis haben und sagen, ja, die dürfen gern selber Briefe schreiben, aber ich möchte die vorher nochmal vidieren, bevor die rausgehen. Dann wäre das also eine Möglichkeit, wie Sie das Ganze gestalten könnten. Was darüber hinaus noch geht, nur um es mal kurz zu erwähnen, Sie können den einzelnen Briefvorlagen ähnlich wie Ihren KV-Formularen, das kennen Sie vielleicht, eigene Druckprofile zuweisen. Das heißt, ich kann theoretisch für jeden einzelnen Brief sagen, der wird standardmäßig auf diesem und dem Druckerfach gedruckt. Das kann ich also für jede einzelne Vorlage theoretisch machen. Wir sehen hier das Fenster aus der Vorlagenverwaltung, also sprich Admin-Briefvorlagen. Da kommen Sie an diese Stelle und können dann entsprechend, also wenn Sie sich eine Vorlage ausgewählt haben, hier unten aus den voreingestellten Druckprofilen im Tomedo einfach das passende auswählen. Und gleich daneben haben wir noch die Karteikürzel, sprich ich kann theoretisch auch jedem Arztbrief ein eigenes Karteikürzel zuweisen. Standardmäßig würde einfach nur ABR für Arztbrief erscheinen, wenn Sie so einen drucken. Ich kann also auch erreichen, dass ich hier sozusagen mir ein eigenes Kürzel für eine spezielle Briefvorlage ausdenke und darüber, über dieses Kürzel, könnte ich den Brief dann auch aufrufen beispielsweise. So, soweit zu dem Altbekannten. Kommen wir mal zu den Geschichten, die jetzt im letzten Jahr so neu dazugekommen sind, wobei das ein oder andere sicherlich Ihnen auch schon aufgefallen ist. Das hier finde ich ganz schick. Wir haben es auch schon kurz erwähnt. Die Briefkommandoliste ist jetzt also direkt aus dem Admin-Menü erreichbar. Lange Zeit war es ja so, dass Sie erst in die Briefvorlagen oder erst in die Systemkarteianträge müssen und von da dann da reinspringen konnten. Jetzt gibt es einen extra Punkt dafür im Admin-Menü. Briefkommandoliste nennt sich das Ganze. Und es gibt ein Suchfeld. Das heißt, Sie müssen jetzt auch nicht mehr hier die einzelnen Reiter durchklicken, um Ihr richtiges Kommando zu finden, sondern Sie können unter Suche einfach ein Schlagwort eingeben und bekommen dann alle Kommandos vorgeschlagen, wo das irgendwo drin vorkommt. Wenn man dann hier in der Liste einen Doppelklick macht auf die entsprechende Stelle, springt man dann auch an den Reiter, wo das Ganze dann ausführlich beschrieben ist. Springen wir noch mal kurz in die Briefvorlagenverwaltung, wo wir eben schon waren. Was jetzt neu noch dazu kam, neben den Druckprofilen und dem Karteikürzel, ist, dass ich jetzt jeder Vorlage auch eine Kategorie zuweisen kann. Das ist dieses Dropdown-Menü hier unten. Da können Sie freihand tatsächlich einfach einen Namen für eine Kategorie festlegen. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel mal Zollsoft-Vorlagen reingeschrieben für meine vordefinierten Vorlagen im Tomedo. Und Sie können jetzt also jedem Brief einer Kategorie zuweisen. Andersrum können natürlich mehrere Briefe zu einer Kategorie gehören. Wo finden Sie die dann? Im Tomedo unter dem Punkt Aktion Arztbrief tauchen dann entsprechend diese Kategorienamen nochmal auf. Das führt letztlich dazu, dass Sie die einfach ein bisschen einfacher finden. Also normalerweise im Menü wären ja dann einfach alle Arztbriefe aufgelistet alphabetisch. Mit den Kategorien können Sie das Ganze einfach nochmal ein bisschen ordnen. Wenn Sie die Briefvorlagen als Formular markiert haben, das geht ja hier auch in der Vorlage, in der Vorlagenverwaltung, dann finden Sie die entsprechend an einer anderen Stelle, nämlich unter Formular extern, und da tauchen dann diese Kategoriennamen auf. Und zu guter Letzt sind auch ein paar neue Kommandos hinzugekommen. Das ist jetzt einfach nur ein kurzer Ausblick oder ein kurzer Auszug dessen, was es jetzt gibt. Tatsächlich sind die Adressfelder ein bisschen differenzierter geworden. Ich kann jetzt also sowas wie Straße, Postleitzahl, Ort eines Empfängers eines Briefs jetzt als einzelne Kommandos herausziehen. Das gab es vorher nicht, das war einfach ein Block. Das können Sie jetzt einzeln alles anwählen und formatieren, wie Sie das möchten. Und bei den IF-Kommandos, die ich vorhin erwähnt hatte, ist es jetzt mittlerweile möglich, das Ganze auch nochmal durch Operatoren zu ergänzen. Das muss man sich darunter vorstellen. Ich kann beispielsweise bei Zahlenwerten solche Geschichten machen, wie die Werte zu vergleichen. Also ist ein Wert größer als, ist ein Wert kleiner als oder gleich. Das Ganze funktioniert dann hier mit diesen Kommandos, die Sie hier sehen, also immer das vorgestellte ZS und dann zum Beispiel less than, greater than, ist dann entsprechend in der Liste der Kommandos auch nochmal aufgeführt.
Damit Sie sich kurz was darunter vorstellen, habe ich mir einfach mal einen Karteieintrag ausgedacht tatsächlich. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, kurz, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ich habe das Ganze Rauch genannt, da werden einfach die Pack-Years eines Patienten eingetragen. Und was macht mein Kommando jetzt? Das ist wieder ein If-Kommando und das tut jetzt Folgendes. Ich schaue erstmal nach meinem Karteieintrag Rauch, will wieder meine Variable, in dem Fall heißt sie PY für Pack-Years, Format bitte beibehalten, bitte den letzten nehmen und jetzt kommt mein Operator, z is less than, also kleiner als, und das Ganze macht jetzt Folgendes, ist der eingetragene Wert dort kleiner als 1, sprich 0, dann ist der Patient offenbar Nichtraucher. Für alles andere, egal ob jetzt gleich oder größer, ist der Patient Raucher oder zumindest mal Raucher gewesen. Einfach mal so als grobes Beispiel, damit man sich das mal einfach vorstellen kann. Sie können das Ganze theoretisch jetzt noch erweitern. Also ich könnte zum Beispiel hier noch Zwischenschritte einfügen. Wenn ich jetzt hier hinter Nichtraucher noch einfügen würde, 5 und mäßiger Raucher, dann könnte ich da zum Beispiel noch so eine kleine Abstufung reinbringen. Sprich, alles unter 1 wäre dann kein Raucher, alles unter 5 wäre mäßiger Raucher und alles drüber ist dann starker Raucher meinetwegen. So. Soweit zu meinem Ausblick. Ich weiß jetzt nicht, was die Zeit sagt, aber ich bin trotzdem gern noch ganz Ohr für Ihre Fragen. Was sagen die Kollegen hinten? Hat jemand ein Mikrofon? Ja, und wir würden gern mal diesmal mit den Online-Fragen starten. Sind nur 2. Bitte. Es wurde gefragt, ob es möglich ist, bei den Diagnosen das Datum wegzulassen und alle Diagnosen zusammenzufassen. In dem X-Kommando gehe ich jetzt mal davon aus, ist gemeint. Ja, wir schauen uns das gerade nochmal an. Wo habe ich es? Moment. Nehmen wir mal das. Das Datum wollten wir weglassen, ja? Sorry, ich habe die Frage jetzt. Genau. Ja. Ja klar, prinzipiell geht das. Also wir können natürlich, wenn ich hier meine Gruppierungen erstelle, einfach das Datum entsprechend rauslassen. Ich könnte auch genauso gut den Namen rauslassen. Und wenn ich einfach will, dass die Diagnosen hintereinander weggeschrieben werden, kann ich ja auch die neuen Zeilen rauslassen. Was man gegebenenfalls dann beachten muss, wenn ich jetzt beispielsweise bei meinen Anamnesen oder meinen Befunden, die ich auch übernehmen will, das Datum drin lassen will, dann müssen Sie das X-Kommando splitten. Das heißt, dann haben Sie vielleicht erstmal ein X-Kommando, was Anamnese und Befund übernimmt und dann folgt das weitere X-Kommando, was dann ein bisschen anders gestaltet ist, was dann die Diagnosen übernimmt. Die können Sie natürlich einfach hintereinander weg dann in den Brief sozusagen einfügen und dann funktioniert das analog. Sie können tatsächlich, das noch als kurzer Hinweis, Sie sind nicht nur beschränkt auf die 4 Karteieintragskürzel, die Sie hier sehen. Sie können tatsächlich das X-Kommando, wenn Sie es einmal im Brief haben, einfach beliebig ergänzen. Sprich, ich könnte jetzt genauso gut hier dahinter noch ein Komma machen und einfach beliebig weiter Karteikürzel da reinschreiben. Also da sind Sie dann ganz frei. Tja. Klapproth aus Husum. Ich habe 2 Fragen. Gibt es die Möglichkeit, im X-Kommando vorzugeben, dass Leerzeilen, die ich aus Karteieinträgen übernommen habe, lösche, das heißt ausblende, sonst müssen wir das immer händisch machen. Ja. Und die 2. Frage, Sie haben in den, in den Übernahmen aus den Karteieinträgen Value with Arcs die Möglichkeit, ein Format vorzugeben. Sie hatten das Beispiel mit dem Datum gezeigt. Kann man dort auch Fett, Kursiv oder Normalschrift als Format verwenden? Zum ersten Teil meines Erachtens nach ist es tatsächlich nur möglich, den Text so zu übernehmen, wie er tatsächlich auch in dem Karteieintrag steht. Sprich, wenn da eine Leerzeile drin ist, sehe ich gerade keine Möglichkeit, wie man das rausnimmt. Meine Kollegen können mich gern verbessern, aber mir würde gerade nichts einfallen, dass das ginge. Zum zweiten Teil mit dem Formaten, da würde ich tatsächlich jetzt einfach mal einen kurzen Blick in die Kommandoliste werfen im Tomedo. Da klingelt nämlich was im Hinterkopf, aber ich bin mir jetzt selber auch nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Moment. Na. So.
sehen, das ist relativ lang, dementsprechend habe ich auch da nicht alles im Kopf. Würde ich ihm vorschlagen, dass wir vielleicht gleich einfach in Ruhe nochmal drüber schauen. Mir fällt spontan jetzt nicht ein. Es sei denn, einer meiner Kollegen weiß es jetzt spontan. Sieht nicht aus. Doch, der Frank? Dass man das komplette Kommando, ja, das ginge, ja, genau. Also man könnte theoretisch in der Briefvorlage, wenn man das möchte, das komplette Briefkommando sozusagen als kursiv, als fett angeben, dann müsste es entsprechend so genommen werden. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, worauf Sie hinaus wollten. Ne? Ich habe eine Frage zu den fertigen Briefen. Was mich stört, ist an dem Ampelsystem, ist erst rot. Wenn ich ihn dann freigebe, ist er gelb. Und wenn er dann gedruckt wird, sollte er grün sein. Aber es kann jederzeit jemand auf den Brief gehen, irgendetwas verändern, aus Versehen, und dann wird das Ganze wieder rot. Also ich finde es sinnvoll, wenn der Brief wirklich ausgedruckt ist, dass er auch nicht mehr veränderbar ist. Und das ist ja nicht der Fall. Jederzeit ändert sich das wieder. Ja, ich würde vermuten, das liegt daran, dass das Tomedo dann den Brief sozusagen einfach als neu bewertet und dementsprechend dann diese Freigabe zurücknimmt. Aber ich verstehe Ihr Problem. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, ob durch diese strenge Druckfreigabe dieses Problem dann behoben wird, muss ich gestehen. Das könnte man nachher mal einfach ausprobieren, wenn Sie wollen. Dann gucken wir uns das mal zusammen an. Sie haben in den Nutzerrechten seit einiger Zeit die Möglichkeit, jedem Nutzer die Möglichkeit zu geben, solche Dinge zu tun oder nicht zu tun mit der Ampel. Und Sie können Ihren Helferinnen auf dem Weg verbieten, das zu machen. Und dann sind nur noch Sie. Ja, klar. Aber das müssen Sie halt dann, das müssen Sie organisatorisch regeln, wer einen Brief noch verändern darf und wer nicht. Das war jetzt nur kurz nochmal die Anmerkung, dass man das ja auch als PDF direkt beim Ausdrucken anlegen kann, als Karteiantrag. Das ist so eine Einstellungssache, die man, glaube ich, einstellen kann. Ich habe aber auch noch eine Frage oder zwei. Einmal, die erste Frage geht um einen Kommandorahmen mit einem X-Kommando. Da habe ich Schwierigkeiten, dass das überhaupt funktioniert, das? Ein Kommandorahmen mit X-Kommando und den ganzen vielen Einheiten hinterher, wie man das halt so hat, dann einzubinden, weil da geht das, glaube ich, bei mir komplett durcheinander. Ich verstehe, glaube ich, nicht ganz, was Sie mit Kommandorahmen meinen. Kommandorahmen ist ja auch einer der Befehle, die man machen kann. Also es gibt ja Kommandorahmen, die man um halt eben Briefkommandos herum machen kann, um halt zu sagen, ich möchte halt noch vorher einen Text haben oder danach einen Text haben. Zum Beispiel, wenn der X-Kommando oder dieser Karteieintrag besteht oder vorhanden ist, dann möchte ich den ausgedruckt haben, aber nach einem zum Beispiel, dann möchte ich meine eigene Diagnose formatiert hinhaben oder sonst irgendwas. Eine eigene Überschrift und ein eigenes Nachsätzchen. Mhm. Das funktionierte bei mir nicht. Ich weiß nicht, ist das fürs X-Kommando nicht angelegt? Für andere Kommandos funktioniert es, aber X-Kommando habe ich es nicht hingekriegt. Wissen Sie jetzt nicht gerade spontan? Spontan nicht tatsächlich. Ich würde davon ausgehen, dass es da auch geht. Möglicherweise ist dann nochmal die Formatierung anders. Wir könnten sonst uns dann den entsprechenden Entwickler mal raussuchen, der uns das dann genau sagen kann. Also dann werde ich da auch da zurückstehen. Dann nochmal mit der Möglichkeit Diagnosen, das hatten Sie ja schon gesagt, dass man die untereinander machen kann. Was mich daran stört, ist, wenn ich jetzt die Formatierung eingebe, ich möchte es als Listenformat haben, dann wird aber immer nur ein Line-Feed gemacht, aber keine Absatzsache, sodass da also kein eigenen Listenformat quasi entsteht. Kann man das denn auch irgendwie hinkriegen, dass man da so eine Listenformatierung hinkriegt? Ich merke, das ist der Expertenvortrag. Nee, muss ich mich wieder entschuldigen, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Da fehlt mir jetzt auch meine Kollegin, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr hätte zu sagen können. Das tut mir leid. Wir würden noch mal kurz eine Online-Frage dazwischen nehmen.
Und zwar hat jemand gefragt, er kommt mit dem Parameter n auf den letzten Eintrag und fragt, wie er auf den vorletzten kommt. Auf den vorletzten? Man kann das n meines Erachtens nach einfach erweitern. Also n minus 1 könnte man schreiben. Das müsste der vorletzte sein. Dankeschön. Ich habe eine Frage zu der Unterschrift von den Briefen. Ich habe viele Briefe, die einerseits vom Assistenzarzt und vom Facharzt unterschrieben werden. Da finde ich keine Möglichkeit, beide irgendwie einzubinden. Mhm. Und auch mit einer Berufsbezeichnung. Also das, der Name kriege ich hin, aber das dann drin steht Facharzt für Augenheilkunde oder Assistenzarzt. Ja, das mit dem Assistenzarzt ist wahrscheinlich dahingehend schwierig, weil das entsprechend in der Nutzerverwaltung so nicht hinterlegt ist. Was prinzipiell geht, das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, das sind diese Kommandos der neuen Art, wo dann also zum Beispiel auch die Unterschriften drin sind. Da ist das explizit nochmal auseinandergehalten, welcher Arzt denn jetzt wirklich gemeint ist. Also sprich der aktuell behandelnde Arzt oder der abrechnende Arzt, das kann ja voneinander differenziert werden sozusagen und entsprechend welche Unterschrift dann man jetzt hinzufügt, also es gibt hier Unterschriftname zum Beispiel, es gibt Unterschriftarzt, das sind zwei unterschiedliche. Man könnte die sozusagen beide auf den Brief packen, wenn beide an den Patienten Hand angelegt haben, wird sozusagen beides übernommen, wenn nur sie sozusagen Hand angelegt haben, würde auch nur ihre Unterschrift dann erscheinen. Also das sollte darüber funktionieren. Okay. Danke. Ja, Schröder aus München. Ich hätte nur eine Frage oder Bitte zur Benutzerfreundlichkeit. Was mir aufgefallen ist bei Ihrem Vortrag und mir dann im alltäglichen Benutzung auch aufgefallen ist, ich muss jedes Mal Paste in Copy machen, wenn ich ein Kommando finde. Könnt ihr mir nicht einen kleinen Button daneben machen, wo es automatisch in die Kopieablage, Zwischenablage reinbringt, dass ich einfach nur Klick mache? Ich meine, sonst ist es Command und C, aber es würde vielleicht das vereinfachen. Ich sehe schon mehrere Daumen hoch im Raum, ja, das gehen wir sehr gerne mal weiter. Danke. Wenn ich jetzt ein verschachteltes mit Frage-Antwort habe, wo ich jetzt aus der Null ein Ja, eins ein Nein machen möchte, es gibt ja mehr als nur Ja und Nein auf dieser Welt, wenn ich da einen ganzen Satz hinschreibe, den irgendwo in meiner Zwischenablage habe, müsste ich ja jedes Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzen. Ist das umgehbar durch eine runde Klammer? Nein. Schade. Schade, ja. Das ist tatsächlich, das ist leider so, wenn der Text dann relativ lang wird, dann wird das unübersichtlich, aber da diese Trennung in dem Kommando tatsächlich nur durch die Leerzeichen erfolgt, ist es leider erforderlich. Ja. Noch eine Frage wegen der Bequemlichkeit. Wenn ich also die Diagnosen übernehme, sind ja so, wie sie eben so kommen, drin. Und das also zum Beispiel die letzte, weil mir das gerade noch aufgefallen ist, dass der also, was weiß ich, also irgendeine kleine Nebendiagnose hat, aber die Hauptdiagnosen, worum es in dem Brief dann zu gehen hat, stehen ja quasi als erstes eingegeben, ganz unten. Die will ich aber im Brief ganz oben haben. Ja. Das heißt, ich muss die händig umsortieren. Was Sie gegebenenfalls machen können, in den X-Kommandos, Moment, man kann hier in dem Punkt Zusatzfunktion angeben, wie die zeitliche Sortierung ist. Und da kann ich hier eben das Häkchen für aufsteigend setzen, sprich das hier, dieses. Sprich, das Älteste würde dann oben stehen. So könnten Sie beispielsweise, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte nur die Karteieinträge von heute und dann aber trotzdem die zeitliche Sortierung aufsteigend, hätten Sie auch, wenn Sie heute drei Diagnosen gestellt haben, die, die Sie zuerst gestellt haben, auch wirklich an oberster Stelle. Eine Userin hat online noch eine Frage gestellt. Ja. Und zwar, das Ziel ist es, immer den Karteieintrag der letzten Vorstellung, aber wenn es hier keinen gibt, keinen älteren anzuzeigen, füge ich jetzt mal hinzu, nehme ich an, meint sie, wie das gehen würde. Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also wenn das, wenn dieser Eintrag nicht existiert, einfach nichts eingetragen wird, oder was ist damit gemeint? Ja, genau, also wenn es keinen letzten Karteieintrag gibt, so verstehe ich das, wie das dann geht.
keine Therapie, Entschuldigung, sie trägt heute keine Therapie ein, hat aber vom letzten Quartal einmal Therapie eingetragen und will nicht, dass die letzte Therapie kommt, und das geht ja über das Feld oben, glaube ich. Okay, verstehe. Ja, das funktioniert. Man kann das beispielsweise, wenn wir es hier wieder über dieses X-Kommando machen, hier über die zeitliche Selektion machen, sprich, ich kann zum einen sagen, ich möchte höchstens einen Eintrag und der darf maximal entweder in einer bestimmten Zeitspanne nur alt sein oder ich möchte nur den aus dem aktuellen Quartal oder nur aus dem letzten Quartal. In dem Fall wäre es dann also wahrscheinlich das aktuelle Quartal, und dann sage ich, ich möchte höchstens einen Eintrag. Dahingehend sollte ich dann wirklich auch wirklich nur den aus dem aktuellen Quartal bekommen. Wird natürlich dann schwierig, wenn in dem Quartal vorher schon mal eine Therapie erstellt worden ist. Was man dann gegebenenfalls noch machen könnte, wäre tatsächlich das X-Kommando so zu definieren, dass nur selektierte, sprich nur markierte Karteieinträge übernommen werden. Das heißt, wenn dieser Eintrag da ist, explizit nochmal anklicken in der Kartei und dann übernehmen. Würde mir spontan das einfallen. Hier vorne gibt es nochmal Fragen. Wo ist denn das Mikro? Ich wiederhole die Frage jetzt einfach mal, weil das Mikro nicht da war, du musst nicht rein. Die Idee war, dass man jetzt sozusagen nicht in der Kartei die einzelnen Karteieinträge anklickt, sondern wenn der Brief aufgeführt wird, quasi man ein Pop-up hat und da die einzelnen Karteieinträge auswählt, wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich eine schicke Idee, ehrlich gesagt. Geht so in der Form noch nicht natürlich, das wissen Sie, aber kann man gern mal so weitergeben. Tatsächlich finde ich jetzt auch ganz schick, muss ich gestehen. So, gibt es noch Fragen? Ansonsten, die Zeit wird auch langsam knapp, wenn ich schaue. Sorry, online wurde noch eine Frage gestellt, die scheint sehr wichtig zu sein. Sie wurde zweimal gestellt. Na, von daher. Wie ist der Workflow im Druckfenster vorgesehen, wenn Patient Brief per Mail erhalten möchte? Muss man dem Druckprofil die Mail zuweisen? Naja, man muss nicht, aber es wäre schon gut. Okay. Ich kann ja mal, schauen wir mal gerade in meine Testpatientin rein. Na komm, haben wir hier so ein paar Arztbriefe drin. Ich kann ja das Ganze von hier jetzt nicht nur drucken, sondern tatsächlich auch per Mail rausschreiben. Und wenn jetzt entsprechend in den Patientendetails die Mailadresse schon hinterlegt ist, dann würde die natürlich dann als Adressat entsprechend auch angegeben sein. Ist das nicht der Fall, bleibt das erstmal leer. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung geht, die Antwort, die ich da gesagt habe. Nein, ich möchte bitte nicht verschlüsseln. Ja. Weitere Fragen? Dankeschön. Gut, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und dann steht, glaube ich, schon der Nächste in den Startlöchern.